Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben, Klasse 8, 321, geht es um das sogenannte Gleichsetzungsverfahren. Wir haben auch schon in vorhergehenden Videos lineare Gleichungen kennengelernt, zum Beispiel 2 mal x minus y gleich 2 ist eine lineare Gleichung und 9 mal x plus 3y gleich 6 ist ebenfalls eine lineare Gleichung. Und wir interessieren uns jetzt für ein Lösungsverfahren, wie wir so ein lineares Gleichungssystem, weil wir haben jetzt statt eine Gleichung zwei Gleichungen, deswegen nennt man das ein Gleichungssystem, lösen können. Und eine mögliche Vorgehensweise ist das sogenannte Gleichsetzungsverfahren. Das Gleichsetzungsverfahren bedeutet, du löst eine der beiden Gleichungen nach x oder y auf und das Gleiche machst du für die andere Gleichung dann auch, dass die andere Gleichung ebenfalls nach x oder y auflöst. Und dann setzt du beides gleich. Das ist daher der Name Gleichsetzungsverfahren. Schauen wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Bestimme die Lösungsmenge des Gleichungssystems. Die Lösungsmenge jeder einzelnen Gleichung wird durch eine Gerade dargestellt. Das haben wir schon in vorhergehenden Videos behandelt. Und die gemeinsamen Punkte beider Geraden liefern die Lösungsmenge. Das heißt, meine erste lineare Gleichung liefert mir geometrisch eine Gerade, die zweite auch. Und jetzt gibt es die Situation, wenn du jetzt zwei Geraden dir vorstellst, dann wird in den meisten Fällen wirst du dann feststellen, dass es dann nur eine einzige Lösung gibt. Das ist dann gerade der Schnittpunkt dieser beiden Geraden. Aber es gibt jetzt auch noch zwei Sonderfälle. Es kann jetzt auch passieren, dass die beiden Geraden aufeinander liegen. Dann hast du unendlich viele Lösungen. Oder dass die beiden Geraden parallel zueinander verlaufen, dann hast du gar keine Lösung. Ich würde jetzt auch empfehlen, Zettel und Stift zur Hilfe zu nehmen und in diesem Fall musst du dir gar nicht großartig Gedanken machen, ob du die erste Gleichung oder x oder y auflösen möchtest, sondern es bietet sich natürlich schon an, dass die Gleichungen sind ja schon nach y aufgelöst. Das heißt, du hast als erste Gleichung ja y gleich 4 mal x und als zweite Gleichung y gleich 2x plus 2. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, wenn 4 mal x das gleiche ist wie y, aber 2 mal x plus 2 soll ebenfalls y sein, das ist, weil y ist ja gleich y, dann muss natürlich auch 4 mal x gleich 2 mal x plus 2 sein. Weil das ist 4 mal x, das ist ja mein y und das 2x plus 2 ist ja ebenfalls y und weil y dasselbe ist wie y, muss natürlich dann auch für eine Lösung 4 mal x gleich 2 mal x plus 2 gelten. Jetzt kann ich diese Gleichung, da kommt jetzt nur noch die Variable x vor und die Variable y haben wir gar nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt diese Gleichung nach x auflösen, indem ich minus 2x rechne. Dann steht auf der linken Seite 4 mal x minus 2 mal x ergibt 2x. Und auf der rechten Seite fällt das 2x gerade weg, weil 2 mal x minus 2 mal x ist 0, also bleibt dann noch 2 übrig. Und jetzt bin ich schon so gut wie fertig. Jetzt muss ich einfach nur noch geteilt durch 2 rechnen. Und ich habe dann x gleich 1. Das heißt, es liegt jetzt welcher Fall vor? Es liegt der Fall vor, es gibt genau eine Lösung. Das wird
in den meisten Fällen so sein. Und ich habe schon x gleich 1 ermittelt. Einen zögeren y-Wert bekomme ich, indem ich dann diese Lösung x gleich 1 in eine meiner beiden Gleichungen einsetze. Das heißt, ich könnte jetzt 4 mal 1 rechnen und erhalte 4. Oder wenn du Zeit hast, kannst du natürlich auch das in die zweite Gleichung auch einsetzen. Du erhältst 2 mal 1 plus 2 ist ebenfalls 4. Es wird das Ganze sehr geometrisch veranschaulicht. Das heißt, meine erste Gleichung y gleich 4 mal x ist nichts anderes als der rot dargestellte Graph. Das heißt, es ist eine Gerade, die geht durch den Koordinatenursprung, durch den Punkt 0, 0. Nämlich wenn du für x eine 0 einsetzt, ist y auch 0 und besitzt die Steigung 4. Das heißt, eine Einheit nach rechts, 4 Einheiten nach oben oder 2 Einheiten nach rechts, 8 Einheiten nach oben. Entsprechend hast du bei der zweiten Gleichung 2 mal x plus 2. Das ist jetzt eine Gerade, die schneidet die Hochachse in den Punkt 0, 2. Das heißt, wenn du x 0 einsetzt, kommt 2 raus. Das heißt, der Achsenabschnitt ist 2. Und die Steigung ist 2, bedeutet eine Einheit nach rechts, 2 Einheiten nach oben. Und dieser Punkt 1, 4 ist jetzt eine gemeinsame Lösung. Das haben wir auch nochmal kontrolliert. Das heißt, wenn du in der ersten Gleichung für x eine 1 einsetzt, kommt 4 raus. Und wenn du in die zweite Gleichung eine 1 einsetzt, steht dir auch 2 mal 1 plus 2 ist ebenfalls 4. Das heißt, wir haben auch nochmal geprüft, dass dieser Punkt 1 mit den Koordinaten x gleich 1 und y gleich 4 auf beiden Graphen liegt. Das war besonders einfach. Schauen wir uns mal ein weiteres Beispiel an. In diesem Fall könnte ich natürlich auch sagen, ich könnte jede Gleichung nach y auflösen. Aber ich könnte in diesem Fall würde es sich dann vielleicht sogar auch anbieten, jede Gleichung nach x aufzulösen, weil hier steht ja schon einmal x und hier steht auch einmal x. Das heißt, erste Gleichung steht x plus 2y gleich 7 und zweite Gleichung x minus 3y gleich minus 8. Und jetzt löse ich einfach mal nicht nach y auf, sondern nach x auf. Das heißt, deswegen subtrahiere ich hier 2y. Und hier addiere ich 3y. Dann habe ich hier x minus 2y plus 2y, fällt hier gerade auf der linken Seite das y weg, es bleibt nur noch x übrig, gleich 7 minus 2y und meine zweite Gleichung, da steht dann x minus 3y plus 3y, fällt das y auf der linken Seite weg und steht dann nur noch minus 8 plus 3y. Okay, und wenn x einmal 7, jetzt kommt das Gleichsetzungsverfahren, daher der Name Gleichsetzen, weil hier steht ja x gleich irgendwas und hier steht auch x gleich irgendwas und deswegen kann ich, wenn die linken Seiten sind ja gleich, x ist ja gleich x, dann müssen die rechten Seiten auch gleich sein. Das heißt, ich habe 7 minus 2y gleich minus 8 plus 3y. Das heißt, auf diese Weise habe ich jetzt nur noch eine Gleichung mit einer Variablen und diese kann ich jetzt noch y auflösen, indem ich zum Beispiel sage, ich addiere auf jeder Seite 2y, dann steht auf der linken Seite 7 minus 2y plus 2y, fällt das y weg, gleich minus 8 plus, hier steht dann 3 mal y plus 2 mal y, so 3 Ostereier plus 2 Ostereier gibt 5 Ostereier, also 5y.
Jetzt bin ich schon fast fertig. Jetzt kann ich auf jeder Seite 8 addieren und auf der linken Seite 7 plus 8 ergibt 15. Und auf der rechten Seite fällt die 8 weg, weil minus 8 plus 8 ist 0 und es bleibt nur noch 5y übrig. Und mein letzter Schritt ist dann einfach jede Seite durch 5 zu teilen. Und jetzt vertausche ich auch noch mal die Reihenfolge, dass ich dann sage, dann habe ich 5y durch 5 ist 5 durch 5 ist 1, also noch y. Und 15 geteilt durch 5 ergibt 3. Das heißt, in diesem Fall habe ich auch die Situation, wie in den meisten Fällen, dass ich sage, es gibt genau eine Lösung. Und ich habe jetzt den y-Wert 3 ermittelt. Und um den zugehörigen x-Wert zu ermitteln, kann ich dann das in eine meiner beiden Gleichungen hier oder hier einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Gleichung nehme und für y eine 3 einsetze, steht da 3 mal 3 ist 9 und 9 minus 8 ergibt 1. Hier wird das Ganze auch nochmal geometrisch veranschaulicht mit diesem roten und grünen Graph, die schneiden sich in den Punkt 1, 3. Jetzt gucken wir mal, wo wir eventuell auch mal diese anderen beiden Fälle bekommen. Das heißt, in diesem Fall ist es so, meine erste Gleichung lautet 3x plus 2y gleich 1 und meine zweite Gleichung 6x plus 4y gleich 2. Wenn du jetzt schon mehr Praxiserfahrung hast, dann siehst du vielleicht, die zweite Gleichung ist ein Vielfaches der ersten. Wenn du die erste Gleichung nämlich mit 2 multiplizierst, steht nämlich auch 6x plus 4y gleich 2. Oder umgekehrt, wenn die zweite Gleichung jede Seite durch 2 teilst, erhältst du 3 mal x plus 2 mal y gleich 1. Das heißt, letztendlich hast du zwar formal hier zwei Gleichungen stehen, aber weil die eine ein Vielfaches der anderen ist, hast du in Wirklichkeit nur eine Gleichung und das bedeutet, du hast unendlich viele Lösungen. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt hier schon aufhören und sagen, ich habe fertig. Aber man kann das natürlich jetzt auch formal zeigen, dass ich unendlich viele Lösungen habe, indem ich jetzt sage, ich nehme die Gleichung 3x plus 2y gleich 1 und 6x plus 4y gleich 2. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich könnte beide Gleichungen mal nach y auflösen. Das heißt, ich subtrahiere hier minus 3x. Und hier könnte ich sagen, ich subtrahiere minus 6x. Dann erhält meine erste Gleichung 3x minus 3x fällt weg und es bleibt noch 2y übrig, gleich 1 minus 3x. Und meine zweite Gleichung 6x minus 6x fällt weg und es bleibt dann noch 4y gleich 2 minus 6x. Jetzt könnte ich natürlich auch bei meiner zweiten Gleichung auch mal geteilt durch 2 rechnen, oder? Dann sehe ich zumindest, dass es das gleiche ist wie bei meiner ersten. Oder ich kann auch sagen, ich kann noch beide Gleichungen nach y auflösen, dann sieht man es genauso gut. Das heißt, ich könnte jetzt hier, um nach y aufzulösen, geteilt durch 2 rechnen. Und hier könnte ich dann geteilt durch 4 rechnen. Dann steht auch, liefert meine erste Gleichung, ja, 2 mal y und durch 2 ist nur y. Und hier steht dann 0,5 oder ein halb, bleibt dir überlassen, was dir besser gefällt. Minus 3 halbe x. Und meine zweite Gleichung steht 4y durch 4 ist einfach nur y. Und für
2 Viertel kann ich auch kürzen, halb schreiben, minus, und 6 Viertel kann ich auch 2 kürzen, ergibt dann 3 halbe. Jetzt sieht man spätestens, dass in beiden Fällen das Gleiche steht. Das heißt, ich kann im Grunde genommen jetzt eine der beiden Gleichungen auch weglassen, weil die da identisch sind. Das heißt, ich kann ja direkt sagen, ich habe dann nur diese Gleichung hier. Die zweite kann ich weglassen, weil da steht ja nochmal das Gleiche. Und das bedeutet, das haben wir ja auch schon im vorhergehenden Videos behandelt, diese Lösungsmenge hier ist jetzt die orangefarben dargestellte Gerade. Das heißt, die hat den Achsenabschnitt 1/2 und die Steigung minus 3/2. Das heißt, die geht durch den Punkt 0, 0,5. Und Steigung minus 3/2 bedeutet, wenn du eine Einheit nach rechts gehst, musst du um 3/2 oder 1,5 Einheit nach unten gehen. Das heißt, in diesem Fall haben wir dann unendlich viele Lösungen. Könntest natürlich, wenn du wolltest, auch weiter umformen, dass du dann sagen kannst, du kannst jetzt sagen, du setzt 1/2 minus 3/2 x gleich 1/2 minus 3/2 x, und dann kannst du auf jeder Seite 3/2 x addieren und dann hast du 1/2 gleich 1/2, und das ist ja dann richtig unabhängig davon. Das heißt, jetzt haben wir immer diesen einen Sonderfall kennengelernt, dass wir unendlich viele Lösungen bekommen haben. Und jetzt werden wir auch nochmal den dritten Fall, es gibt keine Lösung, auch mal kennenlernen. Habe ich im Vorfeld schon mal recherchiert, wo das vorkommt. Weil in der Regel wird man ja immer den Fall haben, dass man genau eine Lösung hat. Aber ich möchte jetzt auch mal diesen dritten Sonderfall auch mal behandeln, dass man keine Lösung hat. Das heißt, das ist hier bei Aufgabe 7 der Fall. Das heißt, ich habe hier x minus y gleich 7 und minus 3x plus 3y gleich 9. Auch hier ist es so, wenn du schon ein bisschen mehr Praxiserfahrung hast oder mehr Übung hast, dann siehst du vielleicht, wenn diese x minus y hier auch hier das vergleichst, dass das schon auch wieder sehr ähnlich ausschaut. Das heißt, wenn ich jetzt die zweite Gleichung einfach mal durch minus 3 teile, geteilt durch minus 3 rechne, dann steht hier x minus y gleich 7. Und was ist minus 3 geteilt durch minus 3? Ist dann 1, also steht dann auch nur noch x. Und 3 geteilt durch minus 3 ist dann minus 1. Also 3y geteilt durch minus 3 ist dann minus y. Gleich. Und dann muss ich jetzt, muss es 9 geteilt durch minus 3 ergibt dann minus 3. Jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass x minus y einmal 7 ergibt und einmal minus 3 ergibt. Ich muss mich ja schon entscheiden, was soll denn jetzt x minus y sein? Das kann ja nicht gleichzeitig 7 oder minus 3 ergeben. Das heißt, im Grunde genommen, jetzt sehe ich eigentlich schon, dass es keine Lösung gibt. Ich kann das Ganze natürlich auch jetzt weiter umformen, dass ich beide Gleichungen mal, jetzt, es würde sich natürlich jetzt, wenn es jetzt nur darum ginge, zu sagen, auflösen, dann würde ich sagen, ist natürlich vielleicht einfacher, wie gerade nach x aufzulösen, weil damit man auch die Funktionsgraphen sehen, löse ich mal jede Seite nach y auf. Das heißt, ich kann ja auf jeder Seite x subtrahieren.
steht hier oben dann minus y gleich 7 minus x und hier steht dann minus y gleich minus 3 minus x. Und jetzt kann ich jede Seite, ich schreibe es nur oben hin, weil das die gleichen Umformungen sind, mit minus 1 multiplizieren. Das heißt, dadurch kehren sich dann sämtliche Vorzeichen um. Das heißt, statt minus y erhalte ich dann minus y mal minus 1 ergibt dann plus y, minus mal minus ist ja plus. Und statt plus 7 steht dann da minus 7 und statt minus x steht dann plus x. Bei der zweiten Gleichung entsprechend y gleich statt minus 3 steht dann plus 3 und statt minus x plus x. Und jetzt sieht man auch ganz schön die erste Gleichung. Die kann ich auch in der Form minus 7 plus x darstellen. Das heißt, das rot dargestellte Graph bedeutet, die Hochachse wird in dem Punkt 0 minus 7 geschnitten. Und die Steigung ist 1, weil statt x kann ich immer auch künstlich einmal x denken. Das heißt, du gehst eine Einheit nach rechts, eine Einheit nach oben oder 7 Einheiten nach rechts und dann 7 Einheiten nach oben. Dann bist du hier bei dem Punkt 7, 0. Und entsprechend bei diesem grün dargestellten Graphen habe ich die Situation, dass ich die gleiche Steigung 1 habe und den Achsenabschnitt 3. Das heißt, der grün dargestellte Graph läuft jetzt durch den Punkt 0, 3 und hat die gleiche Steigung 1 wie der rot dargestellte Graph. Das heißt, geometrisch gesehen verlaufen jetzt beide Geraden parallel und deswegen gibt es keinen Schnittpunkt. Ich kann natürlich auch das jetzt so weiter durchrechnen. Das heißt, wenn hier steht y gleich minus 7 plus x und hier steht y gleich 3 plus x, dann kann ich natürlich auch sagen, wenn die linken Seiten gleich sind, müssen die rechten Seiten auch gleich sein und ich bekomme dann minus 7 plus x gleich 3 plus x. Das müsste ja, diese Gleichung müsste ja erfüllt sein, wenn es eine Lösung gäbe. Jetzt kann ich auf jeder Seite x subtrahieren und dann erhält man dann minus 7 und minus 7 gleich 3, aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, haben wir zur Schulzeit immer das Gleichheitszeichen durchgestrichen und weil ich jetzt nicht so ein durchgestrichenes Gleichheitszeichen habe, schreibe ich das schon mal in der Informatik mit kleiner Größe als ungleich 3. Das heißt, minus 7 ist ja nicht gleich 3, sondern minus 7 ist ungleich 3. Das heißt, diese Gleichung stimmt nicht, dann stimmt diese Gleichung auch nicht. Es gibt keinen x-Wert, sodass diese Gleichung richtig ist. Und dann kriegst du keine Lösung raus. Und geometrisch haben wir das jetzt auch behandelt, keine Lösung, weil die Graphen halt parallel zueinander verlaufen. In den meisten Fällen wirst du eine Lösung bekommen und du kannst auch nicht immer nach der Variable y auflösen. Das haben wir auch schon im vorhergehenden Videos schon mal gehabt, dass man sagen kann, nach y kannst du nur auflösen, wenn sich so ein Funktionsgraph ergibt, dass du für jeden x-Wert einen y-Wert hast. Aber die Graphen könnten ja auch theoretisch mal so parallel zur Hochachse verlaufen, zum Beispiel x gleich 0 oder x gleich 2 oder so. Und wenn du solche Gleichung x gleich 2 hast, dann kannst du ja nicht nach y auflösen, weil y kommt ja gar nicht vor, dann hast du ja direkt x gleich 2. Aber es ist ja nicht dramatisch beim Gleichsetzungsverfahren. Das Gleichsetzungsverfahren sagt ja auch nicht aus, hör mal, du musst immer beides nach y auflösen und gleichsetzen, sondern kannst, wie wir ja auch gerade geübt haben, auch sagen, kannst ja genauso gut auch nach x auflösen und dann gleichsetzen. Manchmal ist es ja auch sogar einfacher, nach x aufzulösen und dann gleichzusetzen, je nachdem, wie die Gleichung ausschaut. Und jetzt behandeln wir als letztes noch
Übung 2, das ist eigentlich das Gleiche oder etwas Ähnliches, was wir vom vorhergehenden Video mit der Hexe kennengelernt haben, also dass Schwefelsäure gemischt wurde. Aber das ist ein bisschen einfacher als das vorhergehende Video. Das heißt, als Anwendung des Gleichsetzungsverfahrens x Liter 90% Alkohol und y Liter 40% Alkohol sollen so gemischt werden, dass sich 80% Alkohol ergibt. Bestimme eine Vorschrift x bezug y gleich f von x, die jeweils x Liter 90% Alkohol die erforderliche Menge 40% Alkohol zu. Na gut, wenn du jetzt sowas in der Klausur oder im Test hast, dann würdest du vielleicht erstmal sagen, ach, kann ich nicht, komme ich gar nicht mit zurecht. Deswegen ist ein gutes Hilfsmittel in der Mathematik, einfach sich Skizzen zu machen. Das kann ich dir einfach als Tipp geben. Das heißt, wir machen uns einfach mal so eine bildliche Darstellung. Das heißt, wir haben hier unser x Liter 90%igen Alkohol und Y-Liter 40%igen Alkohol und als Endergebnis wollen wir 80%igen Alkohol erstellen. Und jetzt sieht das Ganze ja schon viel anschaulicher aus, wenn man sagen kann, wir haben 90%. 90% heißt nichts anderes als 90 Hundertstel oder 0,9 und 40% heißt nichts anderes als 40 Hundertstel. Oder 0,4 und 80% sind nichts anderes als 80 geteilt durch 100 oder 0,8. Und wenn man hier x Liter 90%igen Alkohol mit y Liter 40%igen Alkohol mischt, wie viel Liter hat man dann insgesamt? Ja, da haben wir einfach x plus y Liter. Haben ja x Liter hiervon und y Liter davon, das ergibt dann x plus y Liter 80%igen Alkohol. Und weil der Alkohol ja nicht verloren geht, hat man ja auf der linken Seite die gleiche Alkoholmenge wie auf der rechten Seite. Das heißt, in x Liter 90%igen Alkohol hat man dann x mal 0,9 Liter Alkohol. Und in y Liter 40%igen Alkohol hat man y mal 0,4 Liter Alkohol. Und als Endergebnis hat man ja x plus y Liter 80%igen Alkohol, also x plus y mal 0,8. Das ist eine Alkoholmenge. Ich tausche einfach mal die Reihenfolge schon mal, also ich statt x mal 0,9, 0,9 mal x schreibe, plus 0,4 mal y, gleich. Und hier rechne ich das schon mal nach dem Distributivgesetz aus, weil für x plus y mal 0,8 kannst du ja auch x mal 0,8 plus y mal 0,8 schreiben, also 0,8x plus 0,8y. Jetzt kannst du auf jeder Seite dann zum Beispiel, wir wollen ja hinter das nach y auflösen. Das heißt, der erste Schritt ist, wir fassen mal diese x- und y-Terme ein bisschen zusammen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf jeder Seite 0,8x subtrahieren. Dann steht auf der linken Seite 0,9 mal x minus 0,8, der immer x ist dann 0,1 mal x. Und auf der rechten Seite fällt das dann weg, 0,8x minus 0,8x, und es bleibt einfach 0,8y übrig. Und jetzt kann ich noch minus 0,4y rechnen, jeder Seite. Und steht da 0,1x gleich
0,4y minus 0,4y fällt dann weg und 0,8 mal y minus 0,4y ist 0,4 mal y. Und jetzt wollen wir ja noch y auflösen. Ich stelle y gleich. Das heißt, wir haben jetzt als Umformant noch geteilt durch 0,4. Und steht auf der linken Seite 0,1 geteilt durch 0,4 mal x gleich y. 0,4 geteilt durch 0,4 ist ja 1. Oder ich kann die Seiten auch vertauschen, also y gleich. Und statt 0,1 durch 0,4 kann ich auch mir ja Zähler und Nenner mit 10 erweitert denken und sagen 0,1 mal 10 ist 1 und 0,4 mal 10 ist 4, also minus 1 Viertel x. Das heißt, ich kann für y auch jetzt 1 Viertel x schreiben und prüfen lassen. Das heißt, dieser Graph y gleich ein Viertel x sieht so aus wie hier grün dargestellt. Geht durch den Koordinatenursprung, also den Punkt 0, 0 und hat die Steigung 1 Viertel. Das heißt, wenn ich um eine Einheit nach rechts gehe, muss ich um ein Viertel nach oben gehen. Oder wenn ich um 10 Einheiten nach rechts gehe, muss ich um 10 mal ein Viertel gleich 10 Viertel nach oben gehen. Und dann steht da, insgesamt möchte man 40 Liter 30%igen Alkohol erhalten, bestimmen dafür erforderlichen Einzelmengen x und y. Das heißt, ich habe ja jetzt die Situation, dass ich, wenn ich insgesamt 40 Liter Alkohol haben möchte, insgesamt möchte man 40 Liter haben, dann habe ich die Situation, dass x plus y soll 40 ergeben. Das heißt, x plus y gleich 40. Und das bedeutet, y ist nichts anderes als 40 minus x. Und jetzt kann ich das Ganze ja auch dann lösen. Das heißt, ich habe die Gleichung y gleich 1 Viertel x und y gleich 40 minus x. Das heißt, ich habe hier Situation, wenn ich jetzt, ich habe ja meine Gleichung 1, ich schreibe die nochmal direkt untereinander, dann sieht man das ein bisschen übersichtlicher, also y gleich 4x und hier habe ich y gleich 40 minus x. Insgesamt möchte man x plus y Liter haben. X plus y soll 40 Liter ergeben. Dann habe ich ein Viertel y gleich ein Viertel x und y gleich 40 minus x. Das sind meine beiden Gleichungen, die ich habe. Und dann kann ich das Gleichsetzungsverfahren wieder anwenden und habe dann ein Viertel x gleich 40 minus x zu lösen. Jetzt
Jetzt kann ich auf jede Seite dann x addieren, also plus x rechnen, habe ich ein Viertel plus 4 Viertel, ergibt dann 5 Viertel. X gleich 40. Und jetzt kann ich dann geteilt durch 5 Viertel oder alternativ kann ich auch mit dem Kehrwert multiplizieren, also mal 4 Fünftel rechnen und erhalte dann x gleich 40 geteilt durch 5 ergibt 8 und 4 mal 8 ergibt 32. Das heißt, ich habe jetzt als Lösung x gleich 32 erhalten und dazu gehörige y-Wert, da kann ich dann, ja, dann 32 geteilt durch 4 oder 8. Und ich sehe gerade auch, dass hier so ein Schreibfehler ist, weil wir wollten ja als Endergebnis nicht 30% Alkohol, sondern 80% Alkohol haben. Das heißt, hier müsste eine 80 stehen. Also diese Übung ist ja so ähnlich wie die Übung mit dieser Hexe, wo man gesagt hat, da sollte Schwefelsäure gemischt werden und dann auch noch unterschiedliche Prozentzahlen. Kannst du gegebenenfalls das vorhergehende Video auch nochmal dazu anschauen. Ich wünsche dir weiterhin dann viel Erfolg und Dankeschön für dein Interesse.